Hallo, ich bin Florian Rackl, PGA Golf Professional und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Solltet ihr diesen noch nicht abonniert haben, macht das, es ist gratis und ihr verpasst keines meiner Videos mehr. Solltet ihr noch besser trainieren wollen und euer Spiel auf ein anderes Level heben wollen, dann besucht meine Video-Coaching-Plattform www.rackl-golf.at. Im heutigen Video werde ich euch zeigen, wie ihr perfekt chippen könnt. Das ist einer der wichtigsten Schläge, die es im Golf gibt. Einer der wichtigsten Schläge, um den Ball in Richtung Fahne zu bekommen, wenn ihr das Grün nicht getroffen habt. Das Chippen ist meist ein großes Problem, da die Grundvorstellung des Schlages schon falsch ist. Ja, das heißt, viele stellen sich vor, diesen Schlag hoch ins Grün zu spielen, den weich landen zu lassen, dass er so kurz wie möglich ausrollt. Und das birgt einige Fehler, die wir auch in diesem Video heute genau unter die Lupe nehmen werden. Es ist eine kleine Miniserie von zwei Teilen. Wir werden heute genau uns die Technik anschauen und in einem zweiten Video wird es dann um die Distanzkontrolle gehen, um die Höhe auch und um die verschiedenen Schläger, die ich benutzen kann, um den Chip so effektiv wie möglich zu spielen. Heute geht es grundsätzlich mal um die Technik. Wir sind hier am Olympiagolf am 9. Loch. Und wir werden uns jetzt mal die Technik ganz genau anschauen. Ich habe jetzt für dieses Video ein Sandwedge gewählt, aber wie gesagt, chippen kann man mit dieser Technik mit jedem Schläger im Prinzip. Dazu dann mehr in dem zweiten Video dieser Miniserie. Gut, was ist beim Chippen sehr, sehr wichtig? Sehr, sehr wichtig ist, dass ich natürlich den Ball so gut wie möglich in der Mitte der Schlagfläche treffe, um hier einen perfekten Kontakt herzustellen, um das auch regelmäßig zu schaffen, dass ich mir auch bei der Distanzkontrolle dann leichter tue. Sehr, sehr entscheidend dabei ist, dass der Schläger dabei in der Abwärtsbewegung zum Ball schwingt. Und wenn dies passiert, dann schaffe ich es auch, den Boden danach zu treffen. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und das hilft mir dabei, den Ball im Sweet Spot zu treffen. Ganz, ganz viele Golfer versuchen, mit dem Schläger unter den Ball hineinzufahren, quasi unter den Ball durchzuschwingen, um den in die Luft zu bekommen. Und das ist einer der größten Fehler, die beim Chippen passiert, die wir nicht haben wollen. Denn durch diese Bewegung wird auch der Oberkörper nach hinten fallen. Es passieren dabei sehr viele fette Ballkontakte und auch getoppte Bälle, weil sich das einfach nicht ausgeht. Ja, das heißt, wenn ich den Ball hier auf meinem Unterarm liegen hätte und ich versuchte, unten hineinzufahren, dann ist die Chance sehr groß, den Boden vorher zu treffen mit der Trailing Edge, ja, und dann den Ball in Folge auch zu toppen. Wir versuchen das anders. Ich erkläre euch jetzt das Setup als erstes, was dabei wichtig ist, um den Chip perfekt durchführen zu können. Bei dem Setup lege ich die Grundsteine dafür, dass ich den Ball eben, wie gesagt, in der Abwärtsbewegung treffe und den Boden danach, um diesen im Sweet Spot zu treffen. Und dazu nehmen wir mal eine Standbreite von circa 3 Schlägerköpfen. Ja? Die Ballposition ist generell in der Mitte. Man kann den Ball weiter rechts spielen, man kann den Ball weiter links spielen. Ja, das ist alles im Bereich des Möglichen, ist auch nichts richtig oder falsch, man kann alles machen, es beeinflusst die Ballflughöhe. Generell für den Standard-Chip empfehle ich die Ballposition in der Mitte. Gut, wenn wir die richtige Standbreite haben von 3 Schlägerköpfen, den Ball in der Mitte haben, dann greife ich auch den Schläger etwas kürzer. Das heißt, ich bin im Setup etwas näher am Ball und stehe etwas aufrechter als bei dem vollen Schwung. Und jetzt kommt das Entscheidende. Mein Brustbein ist der Körpermittelpunkt und so auch genannt das Schwungzentrum. Und dieses ist hauptverantwortlich dafür, wo der Schläger im Endeffekt am Boden aufkommt. Das heißt, habe ich durch diese bereits zuvor erwähnte schlechte Bewegung im Durchschwung mit dem Kippen nach hinten, verlagere ich hier auch das Schwungzentrum nach rechts aus Spielersicht und werde somit hier höchstwahrscheinlich die tiefste Stelle in meiner Schwungbahn haben. Habe ich das Brustbein leicht links vom Ball, dann werde ich es schaffen, den Boden später zu treffen und somit den Ball in der Abwärtsbewegung, mit der Folge, dass der Ball im Sweet Spot getroffen wird. Und das wollen wir haben. Und dafür können wir uns jetzt im Setup den Grundstein legen. Und zwar stellt ihr euch vor, dass links von euch eine Wand ist und mit eurer linken Schulter lehnt ihr euch leicht gegen diese Wand. Ihr nehmt auch die Hände mit. Ja, denn wenn ihr jetzt seht, wenn ich euch eine Linie einzeichne von meinem Brustbein gerade nach unten,
dann seht ihr die Hände auf dieser Linie drauf und diese Linie zeigt vor dem Ball aus Spielersicht. Und wenn ich jetzt in meiner Bewegung hier vorne bleibe, dann werde ich den Boden leicht nach dem Ball treffen und somit den Ball in der Abwärtsbewegung. Das ist einer der wichtigsten Sachen, die wir im Setup machen müssen, um die Voraussetzung zu schaffen, den Chip gut spielen zu können. Gut, wenn wir das haben, ist es natürlich aber auch wichtig, dass ihr euch nicht zu weit nach vorne lehnt. Denn wenn ihr euch zu weit nach vorne lehnt auf die linke Seite, dann kann es sehr, sehr oft passieren, dass die Leading Edge des Schlägers dann im Boden stecken bleibt. Das wollen wir natürlich auch nicht haben, denn wir wollen, dass der Bounce des Schlägers, das ist der Winkel zwischen Leading und Trailing Edge, die Sohle hier, dass diese dann durch das Gras durchgleitet. Ja, und dazu ist es notwendig, den Oberkörper leicht nach links zu lehnen, aber eben nicht so viel wie hier in diese eingeblendete Wand. Da versuche ich mich dagegen zu lehnen. Und jetzt machen wir allein mal aus diesem Setup raus einen Chip Richtung Fahne. Hat schon mal sehr gut ausgeschaut, bisschen links davon. Ja, ich habe hier einen super Ballkontakt gehabt, den Ball in der Abwärtsbewegung getroffen und ihr habt auch gesehen, dass ich während des Schwunges auf dieser linken Seite geblieben bin. Und das ist auch sehr, sehr entscheidend, dass ich im Durchschwung diese gute Voraussetzung, die ich mir schaffe im Setup, dass ich hier auf dieser Seite bleibe, damit der Eintreffwinkel negativ in den Ball sein kann. Gut. Das ist das Setup. Dann kommen wir jetzt zur Schwungbewegung. Bei der Schwungbewegung ist es sehr, sehr wichtig, dass ihr hauptsächlich aus dem Körper arbeitet, aus dem Oberkörper in Verbindung mit euren Armen und den Schlägern. Wenn wir nochmal ins Setup gehen, dann seht ihr jetzt hier, dass ich eine Dreiecksposition zwischen Arme und Schultern habe und in Verbindung mit dem Schläger ist das wie ein Y. Und dieses Y versuche ich so kompakt wie möglich in dieser Schwungbewegung zu bewegen. Ja, das soll eine Einheit sein und soll sich nicht getrennt voneinander bewegen. Ich möchte auch nicht, dass sich die Handgelenke dabei bewegen oder sehr, sehr viel machen. Es gibt natürlich Chip-Versionen, die man mit Handgelenk spielt. Nur die sicherste und die kompakteste, finde ich, in meiner Meinung, ist immer noch die ohne Handgelenk. Und zum Beispiel auch einer der weltbesten Spieler, Jason Day, spielt genau dieses System. Und das ist sehr, sehr effektiv und sehr konstant und sehr sicher. Gut, das heißt, wir wollen bei der Schwunglänge eine 1:1 Bewegung haben. Das heißt, ich will genau so viel ausholen, wie ich auch durchschwinge. Und dann kann ich einen sehr, sehr guten Rhythmus erzeugen. Und der soll auch so gleichmäßig wie möglich sein. Wenn wir uns nochmal aus dieser Sicht die Schwungbahn anschauen, dann werdet ihr auch sehen, dass diese Schwungbahn nicht gerade auf der Ziellinie verläuft. Das heißt, der Schläger geht nach innen und nach dem Treffmoment geht er auch wieder nach innen. Es gibt sehr viele Golfer, die versuchen, den Schläger gerade auf der Ziellinie zu bewegen. Und das ist keine gute Idee, denn da muss der Körper Ausgleichbewegungen machen. Das ist nicht die natürliche Bewegung, nicht die natürliche Schwungbahn. Ich versuche nämlich genauso, während meines Schwunges, meine beiden Oberarme an den Oberkörper zu drücken. Und wenn ich diese hier am Oberkörper habe und mich jetzt drehe aus diesem Y heraus und mit dem Oberkörper, dann ergibt sich automatisch eine Schwungbahn, wie ihr jetzt seht, die von innen nach innen marschiert. In Verbindung mit dem, dass ich meinen Körper leicht links lasse, den Oberkörper und somit mein Brustbein, bekomme ich genau den richtigen Treffer in der Abwärtsbewegung des Schlägers. Gut, dann versuchen wir das hier noch einmal. Also Setup, drei Schlägerköpfe breit, Ball in der Mitte, linke Schulter lehnt sich gedanklich gegen diese Wand, die Hände gehen mit und jetzt die Oberarme an den Körper und eine gleichmäßige Bewegung. Jawohl, auch der hat wieder sehr, sehr gut funktioniert. Das sind die wichtigsten Sachen, die ihr beim Chip beachten müsst und das geht auch mit jedem Schläger. Ja, wir wollen hier eine gleichmäßige Bewegung, einen guten Treffer, sodass ihr den Ball so nah wie möglich an die Fahne bekommt, um dann so wenig Putts wie möglich noch zu benötigen. Gut, einen solchen machen wir noch. Der Griffdruck
auch noch zusätzlich, der kann bei dem Chip ruhig etwas fester sein, damit wir die Handgelenke mehr kontrollieren können, dass diese stabiler sind, ja, um hier ein wirklich gutes, kompaktes System zu erzeugen. Jawohl, das war der Beste. So können wir das durchaus stehen lassen hier. Zum Schluss habe ich jetzt noch einen kleinen Tipp für euch, eine Vorstellung, die ihr verwenden könnt beim Training und am Platz draußen, um diesen Ball-Boden-Kontakt, nenne ich jetzt mal, besser hinzubekommen. Und zwar, wenn ihr euch richtig in das Setup hinstellt, dann könnt ihr euch jetzt vorstellen, einen Punkt, der nach dem Ball ist. Das heißt, aus Sicht des Golfers links vom Rechtshänder aus gesehen, ja, und versucht mit dem Schläger den Boden auf dieser Höhe zu treffen, das heißt nach dem Ball. Diese bewusste Vorstellung hilft euch extrem, mit dem Oberkörper im Durchschwung auf der richtigen Seite zu bleiben und das Gewicht richtig verlagert zu haben. Wir haben durch die Oberkörperneigung, die leicht Richtung Ziel geht, auch das Gewicht natürlich mehr auf der linken Seite und das soll auch im Durchschwung so bleiben. Das heißt, ihr stellt euch in das richtige Setup hin, lehnt euch gegen die gedachte Wand und fixiert jetzt einen Punkt, der nach dem Ball ist aus eurer Sicht und versucht hier den Boden zu treffen. Ja, das hat wieder sehr gut funktioniert. Gut, kommentiert unten dran, ob es euch weitergeholfen hat, wie es euch gefallen hat. Liked das Video, abonniert auch meinen Kanal, um nichts weiteres zu verpassen. Aktiviert die Klingel, um immer eine Benachrichtigung zu bekommen, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Und dann schaltet ihr am besten wieder ein, wenn es um die Distanzkontrolle und um die Schlägerwahl geht und was ich da alles machen kann. Ich wünsche euch viel Spaß beim Training. Bis zum nächsten Mal.